Hey Leute, ich bin's wieder, Silvi, und wir haben jetzt schon übers Konten- und Wertpapiersparen geredet. Und heute geht's um eine Sachanlage, nämlich Gold. Schauen wir uns zunächst einmal den globalen Goldwürfel an. Wenn man alles Gold der Welt zusammenpacken würde, hätte man einen Würfel mit den Seitenlängen 21,71 Meter, was meiner Meinung nach doch gar nicht so viel ist. Wenn wir jetzt schauen, wie das Gold aufgeteilt ist, sehen wir, dass 47% des Goldes über die Schmuckindustrie laufen. 21,6% sind private Investments. Noten- und Zentralbanken besitzen 17,2% und dann bleiben noch 14,2% Sonstiges übrig. Kommen wir nun aber mal zu den Vor- und Nachteilen von Gold. Beginnen wir mit den Nachteilen. Wenn ihr in Gold anlegt, habt ihr dort keine Zinsen oder Dividenden, wie zum Beispiel beim Kontensparen und bei Aktien. Außerdem gibt es ein Währungsrisiko, da Gold grundsätzlich in Dollar gehandelt wird. Wenn die Inflation steigt, dann bedeutet das nicht gleich, dass der Goldpreis auch steigt. Also es gibt hier keinen Automatismus. Und das Gold muss ja auch irgendwo gelagert werden. Kommen wir jetzt aber mal zu den Punkten, die für Gold sprechen. Denn Gold ist sehr liquide und transparent, da der tägliche Handel und die Preisentwicklung gut verfolgbar sind. Zudem ist Gold relativ konjunkturabhängig, die Nachfrage ist aber eben von Industrie- und Schmuckgewerbe abhängig. Gold ist allgemein als Krisenwährung anerkannt und deshalb solltet ihr Gold bei eurer Geldanlage berücksichtigen, weil Gold eben nicht beliebig ausgeweitet werden kann. Also es kann jetzt nicht passieren, dass es plötzlich viel mehr ist. Geld zum Beispiel kann man ja einfach drucken. Es ist also die Krisenwährung Nummer 1. Bei euren Anlagen sollte es aber lediglich eine Beimischung sein. Also ihr sollt jetzt nicht euer gesamtes Vermögen da reinstecken, sondern ich empfehle so 2,5 bis 10%. Wenn ihr jetzt Gold kaufen möchtet, am besten dann bei Edelmetallhändlern, da die Gebühren bei Hausbanken in der Regel teurer sind. Große Händler sind zum Beispiel Degussen und ProAurum und ihr könnt es dort entweder im Internet bestellen oder in der Filiale selbst. Da läuft es eigentlich wie im Supermarkt ab. Für Gold ist eine Lagerung nötig aufgrund des Einbruchrisikos, da böte sich zum Beispiel ein Schließfach an. Wir schauen uns jetzt mal an, wie groß Gold eigentlich ist. So groß ist es nämlich gar nicht, denn hier seht ihr jetzt die Originalgrößen hier einer Goldmünze, also hier eine Unze und die zwei Barren einmal mit 500 Gramm und 1000 Gramm, Entschuldigung. Also ihr seht, ihr braucht vermutlich erstmal keine Badewanne wie Dagobert Duck, es reicht die kleinste Schließfachgröße. Die letzte Frage, die wir uns jetzt für heute noch stellen, lieber Münzen oder Barren? Der Vorteil bei Münzen ist, dass sie besser als Tauschwährungen sind, da sie ein bisschen fälschungssicherer sind. Bei Münzen würde ich euch empfehlen, auf Klassiker zu setzen, wie zum Beispiel Krügerrand oder Maple Leaf. Bei Barren ist der Vorteil, dass sie relativ gesehen günstiger sind, da die Prägungskosten günstiger sind. Meine Empfehlung zu dem Ganzen ist, die Mischung macht's. Das waren jetzt ziemlich viele Infos zu Gold. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.